Weiter geht's hier mit dem nächsten Part. Mehr an. Klar. Und jetzt Rechnerabsturz oder was? Ay caramba. Nix. So, Daniel. Auf in die Schlacht mit frischen vereinten Kräften oder wie? Ja. Haust du rein? Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir stehen geblieben waren. Ich muss erstmal anfangen, mich wieder neu aufzubauen. Ich habe ja gestern fast mein ganzes Heer verheizt. Vernichten lassen? Ja. Ja, was heißt vernichten? Ich hab's halt in den Kampf geschickt, um den einen Typ da auszuschalten. Hab ich ja auch getan dann. Es werden Rekruten benötigt. Sire. Ja, Sire braucht mehr Rekruten. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ja, das will ich auch gehört haben. So, wie schaut's denn bei dir aus, Daniel? Gut. Sehr gut. Ich krall mir gerade oben im Norden die ganzen Lager hier. Die Steineplätze sind frei geworden. Und jede Menge Oasenplätze. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Oh, ich hab kein Holz. Sag mal, sind wir eigentlich im Team oder gegeneinander? Diesmal sind wir im Team. Okay. Weil mir gerade mal durch den Kopf gegangen ist, dass du schon mal gestern Holz geschickt hast, deswegen frage ich. Okay. Ja, oh Mann, das ist. Ja, ich bin etwas schusselig. Aber wirklich. Aber dennoch ein Mensch. Gerade mal spitzeln, was du so hast. Spitzeln. Oh. So, mach mal eine Ansage. Gegen wen geht's denn erst? Türkis oder? Ich bin gerade gegen den Grünen. Bau dich erstmal auf und sammel Sachen. Ja, ich will trotzdem wissen, wen wir als erstes angehen. Ich muss doch wissen, in welche Richtung ich mich orientieren muss. Du orientierst dich schon mal an Grün. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay. Gut. Weil ich nämlich gerade. Ja. Ja, ist doch okay. Genau das wollte ich wissen. Wenn bei mir irgendwas passiert, sag ich Bescheid, dann kannst ihr könnt du das nicht doch platzieren, my Lord. Du hast schon eine eigene Kamera. Ha ha. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich guck sowieso, als was du hier unten schönes machst. Oh, deine Pferde werden angegriffen. Das geht ja mal gar nicht. Was machst du nur mit den ganzen Meuchelmördern? Welche, ne? In deiner eigenen Festung. Warte mal. Ja, ein bisschen. Jetzt geht ja schon nochmal um das Tobel. So. Was haben wir denn noch für Kuchen da? Gibt jetzt keinen Kuchen, wir sind mitten in der Schlacht. Sieht ja irgendwie komisch aus mit dem Wasser hier in der Mitte. Ja. Hier los, brauche ich neue Gebäude. Oh, ich könnte mal einen Brunnen bauen. Ich könnte mal ein paar Flacken holen. Türmchen schmücken. Wuhu! Trillala. Hast du auch Pech? Du! Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich hab welches. Okay. Ihr habt nicht genügend Gold. My Lord. Ja. Ja. Wen greift ihr?
Oh, ich werde gerade vor dem Schwan angegriffen, aber ich habe ja schöne Pech vorbekommen. Warte, ich helfe dir. Nee, du kannst ja nur mal kurz gucken kommen. Aber die Baumeister kommen größtenteils sowieso nicht durch. Ach, der hat nur Keulenträger, hab ich gesehen. Ich will trotzdem Skyrim spielen. Skyrim! Macht die alle kaputt? Daniel ist ein Abschlachter. So heiße ich ja auch. Muss immer nur die Leute töten. Ja, die müssen mal da lang gehen, wo ich meine Pech vorkommen habe. So, ihr könnt jetzt gerade sehen, wie Daniel seine Festung niedergerissen wird und er getötet wird. Ich guck zu. Ja, die könnten mal mit ihren Schreckkommenden. Ich find's lustig. Ja, die könnten aber mal durch meinen Fächer. Ein paar sind ja schon in meine Meuchel-Löcher reingelaufen. Okay. Weil ich geh mal wieder mal zu mir. Weil die meinen Burggraben ausheben wollten, aber da sind sie klaglos gescheitert. Okay. Das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Schatzkammer leert sich. Ja. Bärmrick. Der Angriff vom Schwein ist dann wohl nichts geworden, sag ich mal. Das ist schon wieder Geschichte. Euch, mein Lord. Zum Ofen, dann kann ich mir wehen. Ja, ja. Ja, der Grüne baut alles nur Armbrustschützen, ey, sonst kann er nichts, ey. Lass ihn doch. Voll der Freak, ey. So, ich greife jetzt gerade mal den Türkisen an. Bin schon längst drauf mit der Kamera. Schon das Gemetzel von beiden gehört. Bin schon dabei. Jetzt kommen meine Wolfenmörder. Also ich muss sie erstmal holen, die habe ich verpennt. Ja. Hau mal rein. Ich guck zu. Ja. Komm grad wieder. Was? Ich komm grad wieder, ich muss noch mal kurz zu mir zum Markt. Okay. Warte, da kommen meine Mäuschen mal ja auch schon. Oh la la, wie lasten da? 30, 50? 50. Okay. Cool. Eine Nachricht vom Schwein. Was ist hier los? Das ist nicht gut. Speichern. Oh Gott, mitten im Gemetzel. Wie immer. Nächstes Mal machen wir das automatisch speichern aus. Okay.
So, mach ihn, töte ihn, mach ihn platt. Ist er noch schon kurz vor der Burg vom Dings im Berg? Ich möchte gerne dem seinen Käse vorlad haben und die Rüstung. So siehst du aus. Oh la la. Boah. Schwein das Leben. Oh. Stirb, du Bastard. Oh, der Arme. So, das war dann der dritte Gegner meinerseits. Oh, der arme Schwein. Zum Ofen. Da werde ich jetzt mal mit meinen Pferden die untere Industrie vom Schwein lahmlegen. Ja, mach du mal. Ich brauche noch ein paar Männchen. Oh, ich könnte mir schon vorrücken, weil du hast ja genug. Ich schicke alles hier oben zu den zwei nördlichsten Türmen, die er hat. Und du kannst ja deinen Rest von unten ja herbeiführen. Ich wollte eigentlich noch angreifen, aber dann auf jetzt. Ja, kommst du dann oder? Wir sind schon längst da. Schon längst alles losgeschickt. So, ich habe meine drei Türme platt gemacht. Ja, ich habe auch alles gesäubert. Hast du mal irgendwas, um das Tor zu öffnen? Ein paar Meuchelmörder oder so? Griffbereit? Ich bin dabei. Sehr gut. Willst du das Tor öffnen? Ja. Oder hat er irgendwo eine offene Stelle? Hab nee, ich nicht gesehen. Ich schieb dir ruhig einen hin. Naja, so dass man mit den Pferden rein kann. Da kommt schon was auf. Boah, hat der viel Käse. Die haben immer die beiden Schächten normalerweise komplett voll. Eine Nachricht vom Schwein. Ist nicht gut. Ha, meine Meuchelmörder waren schneller. Haha. Jetzt. Meine sind schon längst in der Burg. Meine auch. Hab ganz viele. Machst du schon platt? Ja, irgendwie war der zu blöd, das Tor aufzumachen. Ich hatte da echt ein Schwein. Das Leben. Oh, ich hoffe, das zweite Gefecht hat euch genauso gefallen wie das erste. Und dann, ja, ciao. Sieg! Na, oh, vielleicht gibt's ja demnächst nochmal eine Schlacht. Ey, das ging ja schnell.